Ja, wie stellt man fest, ob der Fisch gar ist? Wenn man es öfter macht, hat man seine Routine bei der Zeit. Dann gibt es so die Tricks, dass man drauf drückt. Und wenn sich das anfühlt, schön mit Spannung und wieder zurückkommt, ist alles chico. Und ultimativ, sage ich mal, ist es immer, wenn man die Rückenflosse rauszieht und sieht, dass das Fleisch schön Glanz hat, dann ist das perfekt. Das Salz hat es auch schön angenommen. Was gelungen, Leute. Holen wir später noch die Dicken raus und verteilen die erstmal unter den Leuten, die den Rauch von uns ertragen haben. So, dann wollen wir diese Bachforellenschönheit mal aus der Decke schlagen und schauen, wie wir den Garpunkt getroffen haben. Aber ich vermute, das ist sehr gut gelungen. Die Haut lässt sich sehr schön abziehen. Man sieht aber auch, dass noch ordentlich Saft unter der Haut ist. Das ist sehr erfreulich, weil wie gesagt, wenn ihr trockenen Fisch wollt, kauft ihr Dosenthunfisch. So, und hier haben wir super schön glänzend das Rückenfilet dieses Fisches. Ja, kann man schon mal machen, ne? Eine richtige Eiweißbombe. Und so ein frischer Fisch, also das ist das Großartigste, was es gibt.